Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Folge der Mortal Versus am Start für Genetoys in Crisis. Und ich hoffe, dass ich jetzt in der zweiten Game Session das Problem gelöst habe, warum das nicht als Vollbildschirm aufgenommen wurde. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass Crisis ist nicht mal gealtappt zu lernen und dem danach immer in den Fenstermodus wechseln. Und scheinbar dann auch egal ist, dass man das wieder zurückändert auf Vollbild, für zumindest die Aufnahme, dass die Aufnahme dann weiter trotzdem im Fenstermodus bleibt. Dementsprechend habe ich jetzt alles vorgestartet und ich hoffe, dass es jetzt dadurch funktioniert und wir natürlich nicht in den Fenstermodus verfallen. Damit laden wir die Daten nochmal. Ja, wir sind nämlich bei Assault. Amerika hat den Koreanern offiziell den Krieg erklärt. Ja, Soldaten von beiden Seiten befinden sich in der Schlacht. Ja, und es ist unsere Aufgabe, unseren Soldaten zu helfen. Als Special Force. Damit, meine Damen und Herren, Klappe und let's roll. So, das ist also der berühmte Nanosuit, von dem alle reden. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar, Onkel Sam investiert sicher gern eine Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so einen Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind über dem Kampfgebiet. Da unten stehen eine Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde über dem Gebiet kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. KVA macht uns fertig, Mann. Diese Mistkerle sprengen die Anhöhe in Stücke. Zieh deinen Kopf ein, sonst ist er ab. Warum zum Teufel landen wir dann hier? Ganz einfach, weil Granaten seltener treffen als die Flugabwehr. So, ich fliege jetzt zurück, Jungs. Der Hafen ist immer noch zu heiß. Viel Glück da draußen. Verdammt, hätte ich doch nur so einen Anzug. Ja, Bradley? Warum Fadley? Oh. Habt ihr was Neues bekommen hier eigentlich für? Bam. Jetzt merkt man dich, okay. Check. Granatenwerferaufsatz habe ich. Himmels Willen, schickt mir endlich Hilfe, verflucht! Wo bleiben die verdammten Sanitäter? Oh, fuck! Osprey Command, die Mission ist ein Debakel. Der Feind kennt unsere Position. Stehen unter schwerem Artilleriebeschuss aus dem Hafen. Abteilen Sie Ihre Probleme, sind mir scheißegal. Welcome to war! Nehmen wir die linke zuerst. Einfall. Shut the fuck up! Tarnfeld aktiviert! Vorwärts! Lass die nicht entkommen! Panzerung! Ach shit! Ich kann ihn nicht sehen! Voll verkackt! Ich halte die Stellung! Komme später nach, okay? Kommt als erstes ein Auto, das kann ich am besten eigentlich hijacken und das so mitnehmen, oder?
sehr gut. Ich hasse die Pistole! Ich benutze sie nie und die bringt mir nichts, außer dass ich mich immer wieder verklicke. Psycho ist sowas wie der Scharfschütze von Saraskur. Solange hier also mit den Leuten rumsteht, sind mir die Hände gebunden. Und sehen ein Boot. Ich muss meine F-17
73 nach. Das steht immer alles ab, das bringt mir nicht. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Tarnfeld aktiviert. So. Das Boot ist weg. Dann tauschen wir das wieder aus. Ach so. Ja. Jo, wie stelle ich das vor, dass ich das hier los? Maximale Stärke. So, einmal das, zweimal das. Wow. Das ist literally nothing. Who destroyed this? What else do we got? Ah. Helikopter. Müssen wir Artilleriegeschütze erledigen, damit wir Luftangriffe fliegen können? Ja. Toll.
maximales Tempo. So, was müssen wir einmal? Maximale Panzerung. Das sieht überhaupt nicht gut aus. So, jetzt schnappen wir uns dieses zweite Flaggschiff. You ain't calling for backup, do you? Den hänge ich mir ganz am Ende raus, ich brauche erst einen Raketenwerfer. Tarnfeld aktiviert. Wenn die auch alle keine Shotguns haben. Da drüben ist der Sniper, aber auf der Insel.
Okay, ich hab das, jetzt mach ich das. Weil das hier müsste im Schnitt Raketenwerfer geben. This actually could be my boat. So, jetzt haben wir ein bisschen Boote kaputt gemacht hier. Übertragungswagen. Vielleicht findest du dort Informationen über feindliche Stellung. KVA-Wagen. Jo, den nehme ich mir vor. Aber ich mache erstmal hier einen Cut. Wünsche euch einen schönen Tag noch, ein schönes Wochenende und Peace out. Euer Benetoys.